Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Heute bei RTV Kompakt. Wer ist Wismut Aue beim Saisonauftakt der Veilchen? Wer hat randaliert? Sonnenuhr fehlen Buchstaben. Und wer nimmt das Café Herrenhof im Welterbefokus? Glück auf Nachrichten wieder bei RTV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen sportlich mit dem Saisonauftakt des FC Erzgebirge Aue. Ja, Glück auf zur Saisoneröffnung. Beim FC Erzgebirge Aue hat die Saison begonnen, zumindest für die Fans, mit einem großen Fanfest rund um das Stadion. Die Spieler aber sind schon längst mit den Vorbereitungen beschäftigt. Noch vor wenigen Tagen waren sie auf der Insel Rügen, haben dort ihr Trainingslager absolviert. Damit ist Cheftrainer Daniel Mayer auch ganz zufrieden. Ihm und der Mannschaft gönnte er nur einen freien Nachmittag. 2 Wochen vor dem ersten Punktspiel der neuen Saison sieht er den Kader auf einem guten Weg, bestätigt auch FCE-Geschäftsführer Michael Vogt. War für uns ein riesengroßer Imagegewinn, wieder mal im Osten, an der Ostsee auch zu sein. Spieler kennt es ja so gar nicht. Aber man hat wieder gemerkt, es gibt noch eine alte Verbundenheit an der Ostsee. Und das hat sich auch wieder ausgemacht, dass wir dort uns gut auf die neue Saison vorbereiten konnten. Wir haben 7 Neuzugänge. Ich denke, wir sind da gerade dabei, die zu integrieren. Und wir haben noch 14 Tage jetzt Zeit, beziehungsweise knapp 10 Tage. Und da müssen wir noch mal Gas geben und dann werden wir sehen, wie wir gegen Fürth auflaufen. Die Form der Veilchen sollte das Testspiel am Abend auch noch beweisen. Vorher war jedoch Meet and Greet mit den Fans angesagt. Der Saisonauftakt wurde groß begangen. Der Tradition folgend wurden die Neuzugänge der Saison auf der Bühne während des Fanfestes vorgestellt. Zu Wort kamen aber auch diejenigen, die in der Mannschaft fest verwurzelt sind. Jan Hochscheid wurde unterdessen zum besten Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Pascal Testreau und Dimitri Nazarov schafften es auf die Plätze 2 und 3. Wer ist Wismut Aue? Wir sind Wismut Aue! Ihr seid irgendwie noch in der Sommerpause, kann das sein? Wer ist Wismut Aue? Wir sind Wismut Aue! Und weil die Fans auch Wismut Aue sind, braucht es Geduld beim Anstehen für die begehrten Autogramme. Unzählige Karten oder Rücken wurden signiert. Da hielt es selbst Oma nicht mehr im Sessel. Oh, geil. Alles klar, tschüss. Tschüss. Alles im Lot bei den Veilchen? Der Kader zu groß oder fehlt noch ein Neuzugang? In der Frage bleibt Präsident Leonhard jedenfalls hart. Die Wahrnehmung und die Beurteilung von außen ist mir eigentlich egal. Entscheidend ist, wie wir das für uns sehen im sportlichen Bereich. Wir haben Leute zugeführt kurzfristig, weil wir eine relative Verletztenmisere hatten. Da kannst du kein Risiko eingehen. Unisono tönt es aber mit Blick auf das anschließende Vorbereitungsspiel gegen Hertha BSC Berlin. Es komme nicht auf das Ergebnis an. Spielzüge aus dem Trainingslager und das gemeinsame Auftreten als Team stünden an vorderster Stelle. So sieht das auch Günther Henkelmann, der zwischen 1972 und 1980 für Wismut Aue in der Oberliga gespielt hat und heute in Mönchengladbach lebt. Ja, da kann man sicherlich hoffen, aber die Vorbereitungsspiele, das ist immer das kann man nie richtig beurteilen. Kommen sie aus dem Training, kommen sie nicht aus dem Training und wie weit ist jede Mannschaft in der Vorbereitung. Und die Vorbereitungsspiele, die sind zwar gut, die müssen auch sein, aber Aussagekraft haben sie sehr wenig, würde ich sagen. Mit Blick auf den Kader, so stellt Henkelmann fest, haben sich die Veilchen doch schon sehr verändert. Nicht umsonst hieß die Mannschaft damals Wismut. Ja, es gab
vielleicht 3, 4, die in Chemnitz gewohnt haben und sonst Umgebung Schneeberg und ringsum Aue verteilt. Damals also ein anderes Lokalkolorit, ohne große Zukäufe von teils weit her. Dennoch sieht Henkelmann die Mannschaft als ein stabiles Gebilde. Und das wiegt gleich mehrfach, denn der Wahlmönchengladbacher sieht das nun von außen mit ganz anderen Augen. Wenn nicht so viele Verletzte dazukommen, ist das Ziel sicherlich, zweite Liga zu halten, vielleicht einen Mittelfeldplatz anzustreben, aber ich denke, zweite Liga ist für Aue das Optimum und wird auch außerhalb von Aue, sage ich mal, wahrgenommen, auch in Mönchengladbach. Das Testspiel gegen Hertha, von dem wir aus Rechtegründen keine bewegten Bilder aufnehmen durften, endete 4:1 für die Hausherren. Doch Cheftrainer Meyer warnt, das müsse man richtig einordnen. Hertha ist noch in einer ganz anderen Phase der Vorbereitung und auch erst am Spieltag nach Aue angereist. Außerdem hat Trainer Daniel Meyer noch zahlreiche Dinge entdeckt, die geändert oder abgestellt werden müssen, sagte er nach dem Spiel. Die Chemnitzer Kriminalpolizei konnte im Zuge eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln 2 weitere Tatverdächtige festnehmen und weitere Betäubungsmittel, Bargeld sowie Fahrzeuge beschlagnahmen. Gegen die beiden Männer wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Am 16. Mai 2019 hatten Chemnitzer Polizeibeamte auf dem Parkplatz am Mühlbachtal an der Bundesautobahn 72 einen Audi kontrolliert. Dabei wurde bei dem 46-jährigen Fahrer zunächst ein Clip-Tütchen mit Crystal festgestellt. Bei den weiteren Maßnahmen vor Ort fanden die Polizisten im Kofferraum des Wagens weitere Betäubungsmittel, letztlich rund 5 Kilogramm Marihuana und 2 Kilogramm Crystal. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde Haftbefehl erlassen. Beamte der Kriminalpolizei führten in diesem Verfahrenskomplex weitere intensive Ermittlungen. Dabei erhärteten sich auch gegen 2 weitere Männer Verdachtsmomente, dass diese Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben haben. Am 13. Juni vollstreckten die Kriminalisten zunächst Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss gegen einen 37-Jährigen in Chemnitz. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten reichlich 12 Gramm Marihuana, 13.000 Euro Bargeld sowie Utensilien, die dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln erhärteten, sicher. Zudem wurde der PKW BMW des 37-Jährigen beschlagnahmt. Am 17. Juni erfolgten weitere Maßnahmen gegen einen 38-Jährigen. Polizisten durchsuchten Objekte im erzgebirgischen Oelsnitz. In einem stellten sie 12.000 Euro Bargeld sowie verbotene Substanzen sicher. Zudem wurde ein Audi beschlagnahmt. In einem weiteren Durchsuchungsobjekt stellten die Ermittler ein aktives Drogenlabor fest, welches offensichtlich zur Herstellung von Crystal genutzt wurde. Die Materialien, rund 90 Gramm Crystal sowie reichlich 200 Gramm Crystal in einer Fertigungsphase, wurden sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde am Folgetag ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei in diesem Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Man geht davon aus, dass die sichergestellten Betäubungsmittel für den weiteren Verkauf in Chemnitz und der Umgebung vorgesehen waren. Beide Verdächtige sind bereits in der Vergangenheit mit Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung getreten. Bereits am Dienstagmorgen hat ein 27-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen erlitten. In einer Halle auf einem Firmengrundstück in der Gleisstraße Lugau war der Bauarbeiter mit Rückbauarbeiten an einer Zwischendecke beschäftigt. Dabei stürzte er von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Noch vor Ort wurden Mitarbeiter der Landesdirektion Sachsen Abteilung Arbeitsschutz hinzugezogen. Durch den städtischen Betriebshof wurde am Mittwoch im Kurbad Bad Schlema festgestellt, dass die markante Sonnenuhr im Park vermutlich durch Vandalismus stark beschädigt wurde. Die Buchstaben mit Befestigungsleiste wurden abgebrochen und sind auch nicht auffindbar. Angebote zur Reparatur werden derzeit eingeholt.
Die Sonnenuhr wurde im Zuge des zwischen 1996 und 1998 großzügig angelegten 18 Hektar großen Kurparks von der Firma Kunstguss Döhler aus Eibenstock gefertigt und anschließend aufgestellt. Sollte jemand Hinweise zu den Tätern haben, ist die Stadt Aue-Bad Schlema für entsprechende Hinweise dankbar. Noch einige aktuelle Straßensperrungen. Vom 17.07. bis 26.07. erfolgen auf der Talstraße, das ist die S261 vom Abzweig Neuendorf bis zur B101 Baumfellarbeiten. Zur Durchführung der Arbeiten ist die Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B101 Richtung Schönbrunn, über die S222 weiter zur K7110 Neuendorf, zur S261 Visa und in Gegenrichtung. Am 22. Juli von 7 bis 15 Uhr ist die S222 zwischen Waldschenke und Ortseingang Geier aufgrund von Baumfellarbeiten vollgesperrt. Und am 26. Juli von 7 bis 15 Uhr ist die S260 zwischen Abzweig S258 in Richtung Geier ebenfalls aufgrund von Baumfellarbeiten in Zbönitz vollgesperrt. Umleitungen sind jeweils ausgewiesen. Fahrplanänderungen des Linienverkehrs sind den Aushängen der Haltestellen und der Internetseite der RVE zu entnehmen. Mit großer Freude blickt auch die Stadt Schwarzenberg auf den bestätigten Welterbetitel für das Erzgebirge. Der Titel ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, den Welterbebestandteil Bergbaulandschaft Roter Berg für Einheimische und Gäste als Bergbauzeitzeuge zum Entdecken präsent zu halten. Ganz oben an steht natürlich der historische Herrenhof. Ihn nach und nach zu beleben ist die wichtigste Aufgabe der kommenden Monate, hieß es von der Stadt. Der Heimat- und Schulverein Erlach-Krandorf e.V. räumt demnächst sein Domizil mit den Beständen des bekannten Heimatchronisten und Mundartschriftstellers Manfred Blechschmidt ein. Ab September werden auch die ersten Mieter in das Obergeschoss einziehen. Eine Werbeagentur, Texter und Yogaräume. Für das Café im Innenhof ist die Stadt noch offen für Interessierte. Im einmalig historisch sanierten Haus, gepaart mit der großen Entwicklungschance des Welterbetitels, sollen bald Gäste auch kulinarisch verwöhnt werden. So Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer. Im Oktober wird auch die Ausstellung auf vielfältige Weise von der Geschichte der Eisenerzförderung und Gussproduktion berichten. Der Kaisertag, liebe Zuschauer, lockt jedes Jahr am letzten Samstag im August mit vielen Höhepunkten Besucher in Aues tschechische Partnerstadt Kadan. Wie bereits in den letzten Jahren hat Danny Weber von Webers Werkzeugservice einen Transfer mit dem Bus nach Kadan organisiert. Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte zeitnah bei ihm telefonisch unter 03771 554458 oder 0175 637 494 oder per E-Mail an info@ws-werkzeuge.de. Der Preis für die Hin- und Rückfahrt liegt bei 25 Euro. Die Mindestanzahl der Teilnehmer beträgt 25. Und jetzt unsere Wochenserie. Ausstellungen, die Sie unbedingt mal besucht haben sollten. Heute, nur ein paar Meter von diesem Studio entfernt über die Straße, das Sächsische Rotkreuzmuseum. Da ist unter anderem in diesem Jahr Gedrucktes ausgestellt. Eine Ausstellung zum Thema Bücher ist ins Rotkreuzmuseum Bayerfeld eingezogen. Was auf den ersten Blick Verwunderung hervorrufen könnte, erscheint bei genauerer Betrachtung nur konsequent. André Übe, der Leiter des Sächsischen Rotkreuzmuseums Bayerfeld, sagte uns bei der Eröffnung der Jahresausstellung über die Entscheidung, Bücher ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Das hat den Hintergrund, dass wir eine sehr große Sammlung an Büchern und Zeitschriften haben. Wir waren selbst überrascht, dass wir ca. 9000 Bücher und Zeitschriften haben mit einem Gesamtgewicht von fast 2 Tonnen. Wir haben davon eine Auswahl getroffen, um den Besucher die Vielfalt der Rotkreuzbücher zeigen zu können. Interessante Bücher über die 160 Jahre Rotkreuzgeschichte. So steht auch Duftgemisch aus Druckerschwärze und Staub der Geschichte, Buchstabentöne als Titel über der Ausstellung.
Interessierte Besucher sollen darin das vielfach noch Unbekannte zwischen den Buchdeckeln entdecken. Und da gibt es manchen Schatz zu finden. Das älteste Buch ist von 1859, ein Buch, was Henri Dunant für Napoleon geschrieben hat, als er auf das Schlachtfeld kam, wollte er es ihm überreichen. Es kam dort auch noch nicht dazu, aber eins davon ist in unserem Bestand. Und das ist ganz sicher nicht die einzige Rarität, die aktuell im Rotkreuzmuseum Bayerfeld ins Blickfeld gerückt wird. Begleitend zur Jahresausstellung wird es passende Aktionen geben. Also einmal werden wir jeden Monat ein Buch des Monats beschreiben, ausstellen, über die Medien bekannt geben. Es sind Buchlesungen geplant. Die Ausstellung Duftgemisch aus Druckerschwärze und Staub der Geschichte, Buchstabentöne, ist bis zum 24. Januar 2020 zu sehen. Und nun noch einige Veranstaltungstipps. Keramik spricht viele Sprachen, heißt eine neue Ausstellung im Wasserschloss Klaffenbach. Die im Rahmen des 11. Internationalen Keramiksymposiums Römhild entstandenen Arbeiten können ab dem 20. Juli in den Räumen des Renaissance-Schlosses bestaunt werden. Seit 1975 zieht es regelmäßig renommierte Keramiker aus aller Welt ins beschauliche Römhild in Thüringen, um gemeinsam im Rahmen eines vierwöchigen Symposiums kreativ tätig zu werden. Der 11. schöpferisch-kreative Erfahrungsaustausch fand 2018 statt und stand unter dem Motto Keramik spricht viele Sprachen. Dieses Thema steht nicht nur sinnbildlich für die Internationalität der ausgewählten Teilnehmer, sondern auch für die Vielseitigkeit und Komplexität der im Rahmen des Symposiums entstandenen Arbeiten. Die teilnehmenden Künstler schufen mit ihrer jeweils ganz eigenen Handschrift, aber auch im Austausch und mit den anderen Künstlern gemeinsam einzigartige Objekte, welche den Besucher einladen, die Vielfalt und Schönheit keramischer Arbeiten zu entdecken. Die Ausstellung, kuratiert von Diplom-Designerin Eva Kühnert, ist ab dem 20. Juli bis zum 20. Oktober für Besucher geöffnet. Die Vernissage zur Ausstellung findet am 20. Juli um 15 Uhr im grünen Salon des Wasserschlosses statt. Indianer gelten als mutig, geschickt und stark. So soll das auch beim Wettstreit der Pöhlberg-Indianer sein. Die Teilnehmer dieser Abenteuerwanderung müssen es den Indianern gleichtun und schwierige Aufgaben lösen. Welcher Indianerstamm wird wohl der beste sein? Häuptling Weiße Wolke wird am Ende der Wanderung die Sieger bekannt geben. Treff ist am 23. Juli um 10 Uhr am Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Anmelden können sich Ferienkinder unter 03774 50 58 51. Noch bis zum 18. August findet im Auer Tiergarten Zoo der Minis wieder die beliebte Ferien-Zoo-Rallye statt. Jeder, der Lust und Interesse hat, kann an dem spannenden Quiz teilnehmen. Dieses Angebot besteht täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Für die erfolgreiche Teilnahme gibt es eine kleine Überraschung und ein Zoodiplom. Der Unkostenbeitrag beträgt nur 1 Euro, bei Gruppen 50 Cent pro Kind. Die täglich stattfindenden kommentierten Schaufütterungen unter dem Motto »Schon gewusst« werden am Eingang bekannt gegeben. Wetterabhängig wird jeden Mittwoch der Krabbelzoo von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Dabei haben die Kinder die Gelegenheit, exotische Insekten und Reptilien hautnah zu erleben oder eine Dschungelprüfung zu absolvieren. Und zum guten Schluss testet Vodafone aktuell den neuen Mobilfunkstandard 5G am Nordrand des Erzgebirgskreises. Neukirchen ist die erste Gemeinde in ganz Sachsen, in der das Netz nutzbar sein wird. Voraussetzung ist natürlich, dass man über ein Mobilgerät verfügt, das auch 5G-kompatibel ist. Zudem muss die Option dazu gebucht werden. Von der Telekom war zu lesen, dass sie ihr 5G-Netz erst in einigen Wochen aktivieren wird. Damit schließen wir den Nachrichtentag für heute ab, verweisen noch auf unsere Internetangebote auf erztv.de und Facebook und wünschen einen guten Abend. Bis morgen, wenn Sie wollen. Glück auf!